Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Oh, jetzt fliegen diese scheiß Bücher nicht mehr rum. Was soll denn das jetzt? Das habe ich extra jetzt hier angefangen, damit, weil die Bücher rumgeflogen sind. Na gut, dann starten wir einfach rein. Ich hoffe mal, es lädt nicht so lang. Also vom Ersteindruck, ich finde es echt super. Warum bin ich heute hier aufgehört? Ach so, weil ich, ja. Da müssen wir nochmal laden. Manuell. Weil ich habe ja das nochmal gemacht. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen dunkle Künste. Halle von Hedonia. Genau, das war nach dem Ding. Nachdem ich die dunklen Künste gemacht habe. Ich habe ja die Szene nochmal aufgenommen, weil das ja geruckelt hat wie Sau. Weil ich habe ja dann die ganzen Einstellungen teilweise runtergesetzt. Oh. Okay. Der hat scheinbar alles übersprungen. Dann machen wir es halt schnell nochmal. Levioso! Kann ich das irgendwie überspringen? Nee, kann ich nicht. Okay. Nun, probieren wir etwas Größeres. Jetzt. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Nee, habe ich verpasst. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Levioso! Protego! Nun zum Basis. Gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in die. Ja, los weiter. Das ist ein Kinderspiel. Leviosa, gute Technik. Ich weiß. Das war schön. Glück hat er nicht. Stufe. Leviosa, die Dinger. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Alter, ich war halt. Nicht schlecht für den Anfang. Ja, kennen wir auch alle schon. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Heraus... Dank. Wenn Ihre heutige Leistung... Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern ein Duell im Klassen. Verstehen. Ja, hat man ja alles schon. Na gut, das war genug Aufregung für heute. So, genau, hier haben wir dann aufgehört. Schluss. Gute Arbeit. Also erzähl Sebastian. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Das weiß ich, ich habe meinen Zauberstab noch nie. Ich habe schon oft mit meinem Zauberstab gekämpft. Ja, eigentlich stimmt das erste, ne? Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Weißt du, die Lehrerin dann steht halt 2 Meter nebendran. Oh, musst dir ein Geheimnis verraten. Rebellion. Hm? Oh, da oben. Na super, jetzt muss ich dann runter. Skelett eines schwarzen Hebriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen dunkle Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hickert an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilder-Razzia von 1878 im Alleingang eine der größten Wilderringe in Ost Wales zerschlagen hatte.
18 und irgendwas, und was haben wir gerade? Ich komme da auch nicht rein, ne? Schloss auf Stufe 11? Kann ich eigentlich auch springen und zaubern? Nee. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Revelio. Na genau, den Flohzauber habe ich. Oh, ich muss so weiter hoch. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Eigentlich kann man überall hingehen und ständig bloß dasselbe machen, damit man weiterkommt. Beziehungsweise die Sachen findet. Lumos. Aha. Revelio. Cool. Und jetzt? Lumos. Oder war das einfach nur ein Effekt? Turm der Verteidigung gegen die dunkle Künste. Da war ich doch schon. Achso, noch eine Flamme habe ich entdeckt. Ja, geil. Ich weiß, ich muss da nicht hin, aber wir sind jetzt trotzdem dahin unterwegs. Revelio. Wo sind wir jetzt? Achso, im Hauptsaal. Oder halt. Dings da. Hä? Warte. Wo ist das? Ist das da oben? Da! Sammeln. Porträt von Sir Cadogan. Sir Cadogan war angeblich mit Merlin selbst befreundet und wurde als solcher zum Ritter der Tafelrunde. Obwohl er eigentlich nur in der Welt der Zauberei bekannt ist, er ist berühmt für seinen Sieg über den Weibern von Wai und verbringt nun seine Tage damit, Schüler zu Duellen herauszufordern. Revelio. Alter, es gibt hier einfach so viel zu entdecken, Mann. Ach, da oben. Ach du, boah. Sind da oben alles. Wie komme ich da hoch? Es gibt keinen Weg von hier nach oben. Kann ich mal eigentlich über die Brüstung springen? Nee. Oh, warte. Da geht's hoch. Ach, geht jetzt nicht zu einem Turm? Revelio. Lumos. Einfach nur ein Raum. Ist das Ravenclaw? Revelio. Nee. Achso, das hat er wieder enthüllen. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie die eigentlich gehen sollen. Revelio. Oh, was ist das?
Ah, okay, ich kann so zielen. Levioso. Revelio. Da ist nochmal eins. Cool. Also hatte ich schon recht, man muss immer zwei machen. Dreizehn. Acht, neun. Was ist das jetzt? Der da hat vier Füße. Und unten ist 13. Plus eine Hydra mit drei Köpfen sind dann 16. Sind dann was mit 5? Einhorn, 3, 5. Ah, warte mal, ist das dann hier? Nee, das ist nicht sortiert, ne? Doch, 0, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die spinnen ja doch keine 9. Dann brauche ich was mit 3. Dann brauche ich das komische... Also wenn es danach geht, brauche ich dann das da. Und bei 4, 7, bräuchte ich nochmal eine Hydra. Da jetzt, oder? Also geht schon nach dem, was drauf ist, oder? Was die an Köpfe haben. Also eine Spinne hat 8 Beine. Plus 1, sind dann 9. Dann bräuchte ich was mit 4. Das wäre dieser Tentakelkopf, der hätte 4. Gab's den da? Ne, den gibt's hier nicht. Oder der ist für unten. Da, 4. Unten habe ich 13 und eine Hydra mit 3 Köpfen. Das sind dann 16. Da bräuchte ich was mit 5. Das wäre dann das eine Viech, aber das gibt's ja auch nicht. Zählt das als 5? Nein. Das Zeichen nach unten ist schon für unten, ja. Es müsste schon das da sein. Oh, jetzt! Aber warum ist es jetzt der blöde Vogel? Ist der Vogel da jetzt auf 2, 3, 4? Ja doch, der ist auf 5. Aber das andere ist doch auf 5. Ach, ich habe keine Ahnung. Runierte Treppe. Elegante Schuluniform mit Blazer. Aber wir sind wirklich beim Ravenclaw-Turm. Und ich kann da einfach rein? Oh! Okay. Handbuchseiten. Geil. Ha! Das ist ja mal stark. James Bond? Revelio. Da ist was. Ich höre, dass jemand, der Ihnen nahesteht, Ihre Hilfe braucht. Der Name beginnt mit dem Buchstaben S. Keine Ahnung, kenne ich niemanden. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Hier ist schon wieder irgendwo so eine verdammte Tür. H.
Hauself-Rezeptbuch. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Eine Geschichten wie einige eingelegte Lenkpflaume sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuffs Eigenkreationen enthalten. Ach du Kacke. Das ist voll. Apfel ziehen wir uns auch gleich rein. Revelio. Birnenporträt. Wenn man die Birnen auf diesem Stillleben einer Obstschale kitzelt, kichert sie und verwandelt sich in einen Türknauf, der den Zugang zu der Küche von Hogwarts freigibt. Kann ich das? Revelio. Warum hockst du hier unten einfach rum? Hufflepuffs Fässer. Um den Gemeinschaftsraum von Hufflepuff zu betreten, muss man das richtige Fass klopfen. Zweites von unten, Mitte des Stabes, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Ein falscher Klopfer ändert mit Zutrittsverbot an eine Essigdusche. Ah, okay. War die Hufflepuff wohl im Keller? Da gehören sie auch alle hin. Nein, ich schmarre. Oh, Mann. Die Musik, Alter, die passt halt auch so wie geil. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Revelio. Nochmal was. Das ganze Spiel steckt halt voll mit dem Zeug. Der Hogwarts-Architekt. Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Maskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des sich ständig verändernden Grundrisses zugeschrieben wird. Ach, da ist der Adler. Ich dachte, hä, warum ist der Turm ein Maskottchen? Alter, was ist das? Ich war da fast direkt davor, Mann. Stundengläser mit Hauptpunkten. Diese groß verzierte Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphir und Smaragd enthalten, sind die Verzauberer, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Liegen überall ein paar drin? Ja. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Der hat irgendwas Falsches genommen. Rebellion. Leviosa. Danke. Rebellion. Ups. Das Wappen von Hogwarts zeigt einen Löwen. Eine Schlange, ein Adler und einen Dachs. Die Tiere stehen jeweils für eines der vier Häuser, sowie das Schulmotto Draco Dominus und Quanum Tyrannus, was so viel bedeutet wie Kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Sagt ihr schon, Herr Kitzel? Da ist so eine Buchseite. Hä? Da um die Ecke. Ah, okay, ich konnte es nicht nutzen, weil ich das neu konnte. Revelio. Lumos. Hä? Revelio. Oh Mann, es geht halt immer weiter. Ich kann nicht aufhören zu entdecken. Los, wir gehen jetzt zu der Hauptmission, verdammt nochmal. Okay. Ja, ja, ja. Hä? Auf. Ah, oh scheiße, hier gibt's irgendein Geheimnis, Mann. Hä? Achso, das ist nicht angezündet, ne? Ich habe aber auch keinen Feuerzauber. Das, was ich ja da mache, ist ja irgendwie bloß Magie rumschmeißen. Ich
bin halt nur leicht von meinem Weg abgekommen. Nur ganz leicht. Und ja, ich habe mich auch herporten können. Levioso. Also nach dem, was ich mit ihr gemacht habe, würde ich eher pissig sein als Katze. Was haben wir jetzt? Klassische Musik? Revelio. Hä? Ah. Sind das die Jungklos? Hä? Warte. Warum? Was? Hä? Soll das eine Anspielung an Harry Potter sein, oder? Nee, aber die haben mir... Wow! Lumos. Super Spiegel, Mann. Revelio. Lumos. Warte, ich kann die mit Licht mitnehmen. Aber wohin? Scheiße. Okay, das ist eine Motte und kein Schmetterling. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt anstellen soll. Was haben Sie jetzt vor? Keine Ahnung, fragt der Schmetterling. Aber gut zu wissen. Alter, warte. Hä? Okay, die Kiste ist über mir. Aber ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt mal zur nächsten Mission, weil sonst machen wir hier heute gar nichts mehr. Professor Ronan redet ja. Dann müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Na, Auftrag anfangen. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio. Ah. Akio.
Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ist der eigentlich vor Slytherin, weil der zwei so Schlangen als Mantelzusammenhänger, was weiß ich, wie man das nennt?